Optionen sind Derivate, die sich immer mehr auch im privaten Bereich großer Beliebtheit erfreuen. Auch bei Unternehmen spielen Optionen eine große Rolle. Zum Beispiel werden wir uns gleich anschauen, welche Rolle Optionen bei der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und Porsche gespielt haben. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und nach unserem Video, wo wir erklärt haben, was Derivate sind, haben wir vermehrt Anfragen bekommen, einmal auf Optionen, also einen gewissen Teilbereich der Derivate, etwas genauer einzugehen. Von daher besprechen wir heute, was Optionen sind. Fangen wir an, eine Option erstmal zu definieren, bevor wir uns dann diverse Beispiele für Optionen anschauen. Eine Option ist ein Vertrag, die dem Käufer der Option ein Recht zusichert, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Zeitpunkt entweder zu kaufen oder zu verkaufen. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, deswegen schauen wir uns die einzelnen Elemente der Definition erstmal genauer an. Wie wir in unserem Derivate-Video ja schon gesehen haben, ist ein Derivat nichts anderes als eine Ableitung aus einem anderen Finanzprodukt. Der Basiswert einer Option kann eine Aktie sein, eine Anleihe sein, ein Rohstoff sein, alles, was man sich so vorstellen kann. Mit dem Kauf der Option sichert sich der Käufer das Recht, diesen Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis, dem sogenannten Basispreis, zu kaufen. Der Käufer hat das Recht, aber nicht die Pflicht, die Option auszuüben. Das bedeutet, hat er zum Beispiel eine Aktie zu einem Basispreis von 100 gekauft, wird er dann die Option ausüben, wenn zum Ausübungszeitpunkt der Aktienpreis über 100 € liegt, zum Beispiel bei 120. Liegt er darunter, wird er die Aktie eher am Kapitalmarkt kaufen und die Option verfallen lassen. In diesem Fall verfällt die Option und die Optionsprämie, die er bezahlt hat, ist verloren. Bei den Optionen unterscheidet man grundsätzlich zwischen einer Kaufs- und einer Verkaufsoption. Gehe ich zum Beispiel davon aus, dass eine Aktie zukünftig steigen wird, kaufe ich eine Call-Option, um in Zukunft die Möglichkeit zu haben, diese Aktie günstiger zu kaufen. Wenn ich davon ausgehe, dass eine Aktie allerdings fällt, kaufe ich eine Put-Option, um diese Aktie in Zukunft teurer verkaufen zu können. Was den Zeitpunkt der Optionsausübung angeht, unterscheidet man zwischen einer europäischen und einer amerikanischen Option. Das hat erstmal nichts mit der Geografie zu tun, weil es auch europäische Optionen in Amerika gibt und amerikanische in Europa, sondern einfach nur mit dem Zeitpunkt, wann ausgeübt werden darf. Bei der europäischen Option gibt es nur einen Ausübungszeitpunkt. Das bedeutet einen gewissen Stichtag, an dem ich mich entscheide, ob ich die Option ausübe oder nicht. Bei der amerikanischen Option hingegen gibt es einen Ausübungszeitraum. Das bedeutet, von einem gewissen Tag bis zum Stichtag darf ich innerhalb dieses Zeitraumes die Option ausüben, wann immer ich möchte. Welche Elemente gibt es jetzt bei der Option? Als erstes benötigen wir einmal einen Basiswert. Wie schon erwähnt, können das Aktien, Rohstoffe und so weiter sein. Dann brauchen wir einen Basispreis, beziehungsweise auf Englisch auch Strike Price genannt, zu dem wir den Basiswert verkaufen oder kaufen dürfen. Was dann auch ganz wichtig ist, ist die Laufzeit der Option, die bei der Bewertung des Optionpreises eine wichtige Rolle spielt. Dann gibt es die Optionsprämie. Das ist der Preis, den der Optionskäufer zahlen muss, um sich das Recht zu kaufen oder zu verkaufen zu sichern. Wie diese Optionsprämie entsteht, schauen wir uns jetzt an. Ganz zu Beginn der Zeiten, als man Optionen eingeführt hat, gab es noch keine wirkliche Bewertungsmethode von Optionen. Der Preis wurde also ungefähr abgeschätzt und hat sich unter den Marktteilnehmern gegründet. Heute gibt es allerdings Bewertungsmethoden, die von Akademikern entwickelt wurden und auch von allen Banken mittlerweile angewandt werden. Zur Bewertung wurden zwei Modelle entwickelt. Einmal das Black-Scholes-Modell und einmal das Cox-Ross-Rubenstein-Modell, die relativ komplex sind und auf die wir jetzt nicht weiter eingehen werden. Die Hauptidee dahinter ist allerdings, dass eine Option sich aus zwei Teilen zusammensetzt. Einmal dem sogenannten inneren Wert und einmal dem Zeitwert. Der innere Wert ist der Unterschied zwischen dem Basispreis und dem aktuellen Preis des Basiswertes. Ist der Basispreis zum Beispiel 80 €, das bedeutet, ich habe eine Kaufoption zu 80 € je Aktie kaufen zu dürfen in 2 Jahren. Und der aktuelle Börsenkurs steht derzeit bei 100 €, ist der innere Wert der Option 20 €, nämlich die Differenz zwischen dem aktuellen Börsenkurs und meinem Strikepreis, meinem Basispreis. Zum inneren Wert kommt allerdings der Zeitwert hinzu.
Der Zeitwert lässt sich nicht so einfach berechnen, da er von verschiedenen Faktoren abhängt. Allerdings ist die Grundidee dahinter, dass je länger der Zeitpunkt der Kauf- oder Verkaufsoption liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs in meine gewünschte Richtung läuft. Steht mein Aktienkurs jetzt zum Beispiel bei 100 und meine Kaufoption ist zum Beispiel bei 110 Euro, habe ich einen inneren Wert der Option von 0. Man könnte also sagen, niemand würde diese Option kaufen. Das ist aber falsch, weil es gewisse Leute am Markt geben wird, die darauf spekulieren, dass der Aktienkurs auf 110 Euro und sogar darüber hinaus steigen wird. Es gibt also eine gewisse Hoffnung in der Option und auch diese Hoffnung hat ihren Preis. Dementsprechend würde solch eine Option natürlich sehr günstig bewertet sein, allerdings wäre sie nicht kostenlos. Der innere Wert hängt also vom aktuellen Kurs des Basiswertes ab und vom Strike-Preis, also dem Ausübungspreis, zu dem ich kaufen oder verkaufen darf. Der Zeitwert hingegen hängt davon ab, wie volatil der Basiswert ist und welchen Zinssatz es derzeit aktuell auf dem Markt gibt. Außerdem hängt er auch ganz stark von der Laufzeit der Option ab. Genug der Theorie. Schauen wir uns jetzt erst einmal ein einfacheres Beispiel an, das wir uns auch schon im Derivate-Video angeschaut haben, und dann ein Praxisbeispiel aus der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und Porsche. Kommen wir auf unser Beispiel des Bauers und der Keksfabrik zurück. Schauen wir uns einmal an, wie es aussehen würde, wenn die Keksfabrik eine Option auf den Weizenpreis kauft. Da die Keksfabrik ja Weizen kaufen möchte, wird sie sich eine Kaufoption, also eine Call-Option, sichern. Der Weizenpreis steht heute bei 200 Euro und die Keksfabrik geht davon aus, dass er zukünftig steigen wird. Sie möchte sich also den Preis von 200 Euro absichern und kauft also eine Option mit Strike- bzw. Ausübungspreis von 200 Euro. Um das Recht zu bekommen, zukünftig für 200 Euro einen gewissen Anteil, sagen wir pro Option eine Tonne Weizen, kaufen zu dürfen, muss die Fabrik eine Optionsprämie zahlen. Der innere Wert ist derzeit 0, allerdings hat die Option einen Zeitwert, gehen wir mal davon aus, 5 Euro. Die Gegenpartei der Keksfabrik ist der Weizenbauer. Er denkt, dass der Weizenpreis entweder stabil bleibt oder in Zukunft sogar fallen wird. Die 5 Euro Optionsprämie, die die Keksfabrik jetzt zahlt, gehen direkt in die Tasche des Optionsherausgebers, in diesem Fall der Bauer. Er hat also jetzt erst einmal 5 Euro gewonnen. Steigt also der Preis des Basiswertes, also unseres Weizens, auf zum Beispiel 230 Euro, hat die Keksfabrik die Möglichkeit, vom Bauern für 200 Euro je Tonne Weizen abzukaufen. Der Bauer muss also 30 Euro günstiger verkaufen, als er es über den Markt hätte tun können. Er hat aber keine 30 Euro Verlust gemacht, sondern nur 25, da er vorab schon die Optionsprämie von 5 Euro kassiert hat. Das zweite Szenario ist, dass der Preis des Basiswertes fällt, sagen wir auf 140 Euro. In diesem Fall lässt die Keksfabrik ihre Option verfallen und kauft für 140 Euro je Tonne über den Markt. Der Bauer muss also für 140 Euro über den Markt verkaufen. Verdient hat er allerdings die 5 Euro Optionsprämie. Kommen wir jetzt mal auf ein historisches Beispiel zu sprechen, bei dem Optionen eine erhebliche Rolle gespielt haben. Die Rede ist vom Versuch von Porsche, den Volkswagen-Konzern zu übernehmen. Hierbei wurden massiv Finanzprodukte eingesetzt, die sogar so weit geführt haben, dass Porsche im Geschäftsjahr 2007-2008 einen höheren Vorsteuergewinn hatte als Umsatz. Mit Finanzprodukten hat Porsche also einen höheren Gewinn gemacht als den gesamten Absatz von Porsche-Fahrzeugen. Wie kam es jetzt dazu? Wendelin Wiedeking und Wolfgang Porsche, der damalige Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsratsvorsitzende von Porsche, hatten sich damals in den Kopf gesetzt, Volkswagen zu übernehmen. Hierzu müssen sie eine Mehrheit der Aktien besitzen. Hätten sie sich aber dazu entschieden, die Aktien peu à peu am Markt zu kaufen, wäre der Aktienpreis von Volkswagen in die Höhe geschossen und sie hätten immer teurer kaufen müssen. Von daher haben sich Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand von Porsche überlegt, wie sie sich denn Aktien sichern können, ohne den Preis direkt in die Höhe zu treiben. Aus diesem Grund haben sie angefangen, Kaufoptionen auf die VW-Aktie zu kaufen. Das hat außerdem noch den Vorteil, dass sie deutlich weniger Geld investieren mussten, da sie zum Zeitpunkt des Kaufs der Option nur die Optionsprämie zahlen mussten, aber nicht den gesamten Preis für eine Aktie. Um zu vereinfachen, weichen wir jetzt einmal kurz von den tatsächlichen Zahlen ab
und gehen davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt eine VW-Aktie 100 Euro gekostet hat. Porsche hat sich nun Kaufoptionen gesichert, die das Recht zusichern, eine VW-Aktie für 90 Euro zu kaufen. Der innere Wert war also 100 minus 90, also 10 Euro. Und gehen wir jetzt der Einfachheit halber aus, dass der Zeitwert bei 2 Euro liegt. Der Optionspreis ist also 12 Euro. Porsche konnte sich also nun für 12 Euro die Option an einer Volkswagen-Aktie sichern, die sonst 100 Euro kostete. Durch diesen aggressiven Übernahmeversuch ist auch der Preis der VW-Aktie extrem gestiegen. Investoren haben die Aktie gekauft, weil sie wussten, dass es auf jeden Fall einen Abnehmer geben wird. Dadurch, dass der Preis des Basiswertes steigt, steigt auch der innere Wert einer Kaufoption. Die Optionen, die Porsche gekauft hatte, haben also einen immensen Gewinn gemacht, der dazu geführt hat, dass das Vorsteuerergebnis von Porsche höher als der Umsatz war. Diese Übernahmeschlacht hat zu solchen Exzessen geführt, dass die VW-Aktie vorübergehend aus dem DAX genommen wurde, da sie ein so hohes Handelsvolumen hatte, dass der DAX sich hauptsächlich nach der Volkswagen-Aktie gerichtet hat und die anderen Aktien völlig untergewichtet waren. Da der Höhepunkt dieser Übernahmeschlacht mitten in der Finanzkrise 2008-2009 gelegen hat, hatte Porsche Finanzierungsschwierigkeiten und nicht mehr genug Kreditlinie bekommen, um die Optionen tatsächlich auszuüben, also die Aktien auch tatsächlich zu kaufen. In dieser Notsituation hat Volkswagen Porsche einen Kredit gewährt und schlussendlich Porsche selbst übernommen. Eine Option ist ein asymmetrisches Derivat, das dem Käufer ein Recht einräumt, allerdings keine Pflicht. In unserem Beispiel hatte Porsche das Recht, Optionsaktien zu kaufen. Die Herausgeber der Option hatten allerdings die Pflicht, Porsche zum genannten Ausübungspreis, zum Strikepreis, diese Aktien zu liefern, unabhängig davon, wie teuer diese sind. Das Verlustrisiko von Porsche war also nur die Optionsprämie, um bei unserem Beispiel zu bleiben, die 12 Euro. Man nennt es deswegen ein asymmetrisches Produkt, da der potenzielle Verlust des Käufers, also von Porsche, auf 12 Euro je Option begrenzt war, der potenzielle Verlust des Verkäufers aber unendlich ist. Aufgrund der immensen Spekulation auf die Volkswagen-Aktie ist der Preis zwischenzeitlich auf über 1000 Euro je Aktie geschossen, was für manche Optionsherausgeber ein großes Problem darstellte. Ein besonders tragisches Beispiel von jemandem, der auf den Fall des VW-Kurses gesetzt hatte und somit die andere Position der Option eingenommen hatte als Porsche, ist der Unternehmer und mehrfache Milliardär Adolf Merk. Er hat mit seiner Spekulation gegen Volkswagen einen immensen Verlust eingefahren, der nicht genau beziffert wurde, aber auf mehrere hundert Millionen bis zu einer Milliarde geschätzt wurde. Aufgrund dieses Verlusts beging er dann im Januar 2009 Selbstmord. Ich hoffe, wir konnten euch das komplexe Thema Optionen ein bisschen näher bringen. Wer sich mit dem Thema wirklich vertieft noch beschäftigen will, dem empfehle ich das Buch von meinem ehemaligen Professor Finanzmathematik in der Bankenpraxis. Es ist allerdings schon sehr fortgeschritten, von daher empfehle ich es wirklich nur an Leute, die schon ein bisschen Erfahrung mit dem Thema haben. Außerdem freuen wir uns über Fragen und Ergänzungen in den Kommentaren und ein Like, wenn euch unser Video gefallen hat. Wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren jede Woche Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Anlagestrategie und Investments, um dir die Welt der Finanzen etwas verständlicher zu machen. Wir wollen dir helfen, deine Finanzen selbst im Griff zu haben und unabhängig von Beratern Finanzentscheidungen treffen zu können. Abonniere unseren Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.